Also es gibt genauso, wie es einen Fußballverein gibt, auch einen Gewichtheberverein und eine Mannschaft. Man hebt auch in Ligen, also quasi gegen Mannschaften, die ähnlich stark sind wie man selbst. Und eine Mannschaft besteht aus 6 Leuten. Beim Wettkampf ist es dann eben so, dass man gegen eine andere Mannschaft hebt. Und vor dem Wettkampf wird man gewogen, weil natürlich das Körpergewicht eine große Rolle spielt, weil natürlich ich als 70 Kilo plus Frau mehr heben kann, meistens als eine Frau, die 50 Kilo wiegt. Und dann ist es so, dass es 2 Disziplinen gibt. Das ist einmal das Reißen und das Stoßen. Und der Wettkampf beginnt eben immer mit dem Reißen. Und jede Person hat dann 3 Versuche fürs Reißen und dann folgt das Stoßen und dann läuft es quasi nach dem gleichen Prinzip. Die Leute sind dann eben immer nacheinander dran und absolvieren ihre Versuche. Du versuchst natürlich immer, den ersten Versuch so zu machen, dass es halt ein sicheres Gewicht ist, damit du halt überhaupt Punkte bekommst. Der zweite ist so, okay, das ist so mein Ziel für heute. Und der dritte ist vielleicht eine Bestleistung oder halt ja eine ziemlich gute Leistung für den Tag. Und dann gibt es eben eine Gesamtwertung, also die ganzen Punkte von den verschiedenen Hebern werden dann zusammengezählt und dann entscheidet sich eben, ob man den Wettkampf gewinnt oder verliert als Mannschaft.